Hallo, schön, dass du hier bist. Ich bin wieder aus Schottland zurück. Das waren eindrucksvolle Tage auf Iona, dieser kleinen Insel, die kaum größer ist als Bühler. 125 Menschen wohnen dort. Dazu kamen jeden Tag etliche Tagestouristen und einmal auch eine ganze Ladung Menschen aus einem Kreuzfahrtschiff. Innerhalb weniger Minuten hatte sich die Anzahl der Menschen auf der kleinen Insel mindestens verdoppelt. Iona ist faszinierend und anziehend. Die einen kommen wegen der wunderbaren Natur und andere wegen der Iona-Community. Jetzt, bei meinem zweiten Besuch dort, habe ich langsam begriffen, was mich dabei so fasziniert. Dort oben in Schottland konnte die katholische Kirche nämlich nie so richtig Fuß fassen, im Gegensatz zu Kontinentaleuropa. Und deshalb haben sich die Christenmenschen auch etwas ganz Wichtiges bewahrt, was sie schon von den Kelten, von ihren Vorfahren her kannten. Und das war ein ganz anderes Menschenbild. Sie haben die Bibel mit den Augen eines Kelten gelesen. Klar, und niemand hat ihnen etwas anderes erzählt. Wir im Abendland sehen ja den Menschen in der Nachfolge von Augustin, dem berühmten Kirchenvater, mal grundsätzlich als ein sündiges Wesen. Diese Sicht auf den Menschen ist eine schwere Kost und eine ebenso schwere Last, die unser Menschenbild im Westen bis heute prägt. Der Mensch als Mängelwesen. Und vor wenigen Jahren wollte sogar hier in Bühler mich jemand davon überzeugen, dass ich in Sünde geboren sei. Ich habe ihm dann meinen Ausweis gezeigt, das steht bei Geburtsort Herford, nicht Sünde. Okay, der Mann fand das überhaupt nicht lustig, ich seine Sicht auf den Menschen aber auch nicht. Und je länger ich mit Gott unterwegs bin, desto mehr weigere ich mich, den Menschen so negativ zu sehen. Immerhin, so erzählt es unsere Bibel, war Gott am siebten Schöpfungstag, als er sich ausruhte und sein Werk ausgiebig betrachtete, doch ziemlich zufrieden. Das war alles sehr gut. Und wer einmal selbst so ein kleines Menschenkind auf dem Arm hatte, der kann doch unmöglich als erstes an Sünde denken. Das ist doch Unfug. Und das sehen die Christenmenschen dort oben auf Iona eben auch so. Sie sagen, in jedem Neugeborenen erkennen wir das Angesicht Gottes. In jeder Geburt eines Menschen gebiert sich Gott selbst in diese Welt hinein. Für die Menschen der Iona-Community ist vor allem der Evangelist Johannes wichtig. Er ist der Lieblingsjünger, der an der Brust Jesu den Herzschlag Gottes in der Welt hört. Und bei ihm heißt es ganz am Anfang seines Evangeliums, der Logos, das Wort, die Weisheit oder die Christuswirklichkeit, war das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, der zur Welt kommt. Jeder Mensch ist von diesem wahren Licht durchdrungen, erleuchtet. Das unzerstörbare Licht Gottes scheint in jedem von uns. Das ist doch eine ganz andere Sicht auf den Menschen, oder ein komplett anderer Ansatz. In jedem Morgengebet in der Iona-Community bekennen die Menschen dort, mit der ganzen Kirche bestätigen wir, dass wir nach Gottes Bild geschaffen, mit Christus befreundet, vom Geist ermächtigt sind. Mit den Menschen an jedem Ort bestätigen wir, dass Gottes Güte in den Herzen der Menschheit wirkt. Sie ist tiefer eingepflanzt als alles, was falsch ist. Mit der gesamten Schöpfung feiern wir das Geheimnis und das Wunder des Lebens, die sich entfaltenden Absichten Gottes, die für immer in uns und der Welt am Werk sind. Und dieses tägliche Bekenntnis verändert viel, so wie alles, das wir immer wieder wiederholen, meditieren, wiederkäuen. So entwickelt sich ein positives Menschenbild. Dabei ist natürlich klar, dass es das Böse ja trotzdem gibt und dass es versucht, den Menschen zu verführen und auf seine Seite zu ziehen. Das Böse ist dann so etwas wie eine Besatzungsarmee.
In der Geschichte von Kain und Abel wird sie beschrieben als eine Macht, die an der Türschwelle lauert. Das Böse ist sowas wie eine Atmosphäre, die uns erfassen will. Manchmal ist das Licht Gottes in uns nur noch ein glimmender Docht, ganz verschüttet unter einem großen Haufen Elend und Gerümpel. Und so ist es dann die Aufgabe eines Christenmenschen, das Licht in uns wieder zum Vorschein zu bringen. Das, was wir auf christlich Erlösung nennen, ist dann eher so etwas wie eine Befreiung des Guten, das schon in uns drin ist. Und damit das möglich wird, sehen die Menschen mit dem keltischen Hintergrund Gott in allem am Werk, was ist. In der gesamten Schöpfung zeigt sich etwas vom Schöpfer selbst, spiegelt sich sein Licht. Als ich da einmal auf meiner Meditationsbank am Strand saß, Blick aufs Meer, habe ich Besuch bekommen. Eine Schnecke war auf dem Weg zu mir, eine ziemlich große Schnecke. Mit einem ebenso großen Haus war sie unterwegs. Und als ich sie da so sah, war mir zweifelsfrei klar, auch in dieser Schnecke ist ganz viel von Gott drin. Genauso wie in den schottischen Hochlandrindern, die auf der Rückfahrt dem Bus entgegenkamen. Oder in den Kühen, die neulich bei der Viehschau durch unser Dorf gelaufen sind. Und auch in den Touristen vom Kreuzfahrtschiff, die die Insel geflutet haben. Was ich von Iona mitgenommen habe, ist genau diese Spur des Lichtes Gottes, das in allen und in allem leuchtet. Und bis wir uns wiedersehen, bleibt gesegnet.